Wir kommen jetzt zum Abschluss und zwar zu einer virtuellen Podiumsdiskussion. Das heißt, die Referenten werden sich jetzt bekommen verschiedene Statements. 4 Statements haben wir vorbereitet, die gezeigt werden. Und leider ist so eine echte Diskussion schwer möglich, da man sich virtuell noch schwerer ins Wort fallen kann als schon in Präsenz. Deswegen haben wir uns das so gemacht, dass wir nach und nach alle ein kurzes Statement abgeben zu dem Statement, also eine Meinung. Ich würde beim ersten Durchlauf, beim ersten Statement quasi nach der Reihenfolge der Vortragenden anfangen, also mit Herrn Nelle. Und dann weiter durchgehen und würde versuchen, ob das beim nächsten Statement einfach damit klappt, dass sich sonst der Erste meldet und dann weitergeht. Ist es so, dass jeder bei einem Statement aussetzen darf, mit Blick auf die Zeit vielleicht sogar muss? Dann können jetzt gerne die Folie mit den Statements eingeblendet werden. Die erste Folie, die Sie da sehen, ist schon das erste Statement, und zwar ein bisschen ketzerisch: wissenschaftliche Bibliotheken zwischen Formalerschließung und Forschungsdatenmanagement. Was ist Kunst und was kann weg? Ja. Herr Nelle, Sie dürfen. Also erstens, was Kunst ist, sollte ohnehin nicht weg. Aber die Frage ist, habe ich vorhin schon versucht, mit dem Thema Aussondern ein Stück zu adressieren. Es sind, glaube ich, zwei Aspekte, die man miteinander kombinieren muss. Das eine ist, was wird von den Nutzern tatsächlich nachgefragt und was sind Dinge, für die kein Interesse mehr von Seiten der Nutzerinnen und Nutzer besteht. Und das zweite ist die Einschätzung und Prognose von Fachleuten durch Kriterien untermauert. Was ist von längerfristigem Wert und muss auch dann aufgehoben werden, wenn es im Moment nicht nachgefragt ist? Also ich glaube, da gibt es keine einfache Antwort, aber genau das macht eben auch ein Stück bibliothekarische Kompetenz aus, diese Dinge beantworten zu können. Frau Christensen. Sehe ich ähnlich. Ich finde nicht, dass das eine pauschal weg kann und das andere bleiben sollte. Gute Kunst ist, glaube ich, irgendwie was, was echt vom Herzen kommt und echt echt ist. Also ich finde, es sollten die Sachen weg, die nicht authentisch sind, die man nur macht, weil alle anderen sie machen. Das muss nicht sein. Es werden ja gerne irgendwie Säue durchs Dorf getrieben bei uns in der Bibliothekscommunity. Mal ist es das eine, mal das andere. Vor 20 Jahren war Informationskompetenz noch eine dieser ganz neuen Säue und jetzt ist sie das nicht mehr. Also ich finde, es sollte bleiben, was wirklich in der Community, der eine Bibliothek dient, nachgefragt wird und was da eine starke lokale Relevanz hat. Und für so übersehene Kunstgattungen, wie zum Beispiel vielleicht Erschließung, weiß ich nicht, will jetzt niemandem zu nahe treten, aber da könnte man ja auch mal eine spektakuläre Sonderausstellung machen und das aufs Tablett geben. Ja, Herr Rippold-Schumann? Ich glaube, dass wir noch sehr viel leistungsfähiger werden und noch sehr viel mehr Künstler werden, wenn wir unsere Leistungssteigerung einbringen, dass wir viele Informationen erhalten wollen. Das ist ja momentan nur die Frage des Aufwandes. Wenn wir den in den Griff bekommen, auch durch künstliche Intelligenz und durch neue Methoden, aber auch dadurch, dass die Daten besser zusammenfassen, wird sich das, was wir erfassen können, nur noch in hohem Maße zunehmen. Ich glaube, die Verbindung von Miriam Albers ist abgebrochen. Aber als nächstes wäre Herr Auer, glaube ich, dran. Richtig? Ja, ich kann gerne fortsetzen. Ich denke, wir müssen uns sehr kritisch fragen, inwieweit Formalerschließung tatsächlich einen Mehrwert für die Nutzer bringt und das versuchen auch so ein bisschen konkret zu untermauern. Und das kann vielleicht dann helfen zu entscheiden, wie viel Aufwand wir in die Formalerschließung in der Zukunft noch stecken können und müssen. Ich denke auch, dass wir vieles automatisieren müssen, wenn Dokumente, Publikationen zunehmend elektronisch erstellt werden, dann werden ja auch Metadaten
elektronisch gleich mit erfasst. Und wir müssen irgendwie hinbekommen, dass wir keine Medienbrüche haben, sondern dass wir die dann auch in den kompletten Lebenszyklus, bibliothekarischen Lebenszyklus mit nutzen können und können dadurch uns vielleicht dann auch auf Themen konzentrieren, wo auch dasselbe Know-how notwendig ist, aber was vielleicht einen größeren Mehrwert auch bringt. Ich will da vielleicht mal ein Beispiel bringen. Wir haben auch eine Plattform, die nennt sich Open Research, also nicht Open Research Knowledge Graph, sondern nur Open Research. Und da habe ich jetzt gerade in der Corona-Phase mit vielen meiner Kolleginnen begonnen, Metadaten zu wissenschaftlichen Konferenzen einzutragen, weil das ein Bereich ist, der gerade jetzt in Technik und Naturwissenschaften sehr wichtig ist, wissenschaftliche Konferenzen, aber ein bisschen unterbelichtet. Es ist sehr schwierig für einen jungen Wissenschaftler herauszufinden, welche Konferenzserien gibt es in meinem Gebiet, was ist die Qualität, wie ist die Akzeptanzrate, wie viele Beiträge werden eingereicht, wo hat die stattgefunden, wie sind die Gebühren. Und das sind sehr interessante Metadaten, die wir erfassen können und wollen, wo eigentlich ähnliches Know-how gebraucht wird wie bei der Formalerschließung jetzt, wo wir aber vielleicht auch einen direkten Mehrwert dann für die Nutzer erbringen können. Und das sollten wir also immer so ein bisschen im Auge behalten. Wie können wir am meisten, wie man Englisch sagt, bang for the buck für unsere Nutzer generieren? Also wie können wir die am besten unterstützen? Und da spielt sicher Formalerschließung auch in der Zukunft eine Rolle. Aber wir müssen uns, glaube ich, jeden Tag oder jeden Monat, jedes Jahr auch wieder kritisch hinterfragen und nicht an Althergebrachten zu lange festhalten. Vielen Dank. Konrad? Ja, ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich jetzt viel Neues hier sage, aber tatsächlich sehe ich das auch so, dass man das nicht verallgemeinern kann, aber dass man hier vielleicht eine Symbiose zwischen Mensch und Maschine anstreben sollte. Das heißt, viele Sachen kann die Maschine mittlerweile ausreichend gut machen. Man kann hier den Menschen vorscouten lassen, eben, also wie Sören das gerade gesagt hat, vielleicht neue Themenfelder erschließen, aber dann relativ zügig die Maschine hinterher schieben, die dann diese Aufgaben mit übernimmt. Das heißt, wenn man so ein Trainingsset generiert hat, dass man dann sukzessiv das Ganze auch weitermachen, dass die Menschen tatsächlich an neuen, interessanten Sachen arbeiten können. Und das wäre mein Ansatz dabei. Das heißt, also wir brauchen natürlich eine Kompetenz, wie man dann die Maschine nachzieht. Also wie kann man maschinelles Lernen nutzen, um solche Aufgaben anzugehen. Gleichzeitig brauchen wir Leute, die einen breiten Überblick haben, welche Themen angegangen werden können und das damit bewältigt werden kann. Und dann auf Basis dieser Sachen entscheiden, welche Themen bleiben und welche kommen halt weg in dem Sinne, dass man Manpower oder Womanpower reinschieben muss, hinzu, das läuft jetzt sowieso eigentlich automatisiert durch und es bedarf gar nicht mehr vieler Ressourcen. So, dann wäre ich noch dran. Ich möchte nur ganz kurz noch was sagen, dass für mich einfach wichtig ist, in dem Kontext nochmal zu sagen, dass das ja natürlich irgendwie alles mit diesem großen Buzzword Change Management zu tun hat und dass einfach klar ist, dass das was weg kann, dass da natürlich was weg muss, aber dass das auch wirklich was mit Trauer zu tun hat. Ich weiß, wo damals bei Fraunhofer die Printbibliothek geschlossen wurde und die Kollegin, die immer Printzeitschriften betreut hatte, Online-Zeitschriften betreuen sollte, es wirklich viele Tränen geflossen sind. Und wir hatten dazu einen Workshop und diese Tränen hatten sehr viel Raum und die Dame hat es dann gut geschafft und ich denke, dass man eben auch, also nicht nur sagen, Bibliotheken müssen sich verändern, müssen wegschmeißen, ich glaube, dass man auch diesen Raum gibt, dass man dann auch ein bisschen traurig sein darf, wenn manche Sachen vielleicht wegfallen oder auch Angst davor hat, diese Aufgabe nicht bewältigen zu können und dass das auch ernst genommen wird. Dann würde ich zum nächsten Statement übergehen. Und zwar, das trifft auch die Vorträge, Data Librarian, System, Bibliothekar und Co. Welche Qualifikationen brauchen wir und wie lassen sich diese rekrutieren? Wir können ja einfach mal diesmal von hinten anfangen. Mache ich gleich weiter. Ich finde, also ich bin jetzt auch nicht der ITler und ich persönlich finde, dass was man noch dazu zusätzlich braucht, ist ganz viel Managementkompetenz. Also alles, das war auch immer dieses, man braucht generelle Kompetenzen und eine davon, finde ich, ist halt einfach sehr viel Blick für Prozesse, für Projekte, für das große Ganze. Und da sind sich, finde ich, all diese ganzen Management, sei es jetzt Strategie, sei es eben Prozesse, Projekte, das ist alles irgendwie ähnlich. Es geht darum, Ziele zu definieren. Und deswegen, ich glaube, abgesehen von einer
fachlichen Ausbildung würde ich nochmal eine Lanze schlagen, tatsächlich für eine Management-Ausbildung, und dass diese, ohne diese auch diese ganzen Einzelstücken dieser fachlichen Kompetenzen gar nicht funktionieren kann. Dann Konrad? Also würde ich total unterstreichen, was du gesagt hast. Selbstmanagement, Kommunikation mit anderen und die Möglichkeit, sich selber Wissen anzueignen. Das sind die Kernkompetenzen, also die Kernqualifikationen. Denn wie auch schon vorhin gesagt, die Techniken ändern sich so schnell. Und das heißt eigentlich, sich in einem bewegenden Feld zu bewegen und gleichzeitig die Fähigkeiten, die dafür nötig sind, zu akquirieren. Und das den Leuten beizubringen, das ist schwierig, aber das ist tatsächlich notwendig. Wie man Leute damit mit diesen Fähigkeiten rekrutieren kann, ist tatsächlich eine der schwierigsten Sachen. Ich befürchte, man muss die Leute da wirklich langsam reinwachsen lassen. Der Bedarf an diesen Menschen ist überall gegeben, und von daher ist das eigentlich eine Kompetenz, die vielleicht nicht nur auf die Bibliotheken eingeschränkt ist, sondern eigentlich die Kompetenzen der Zukunft sind. Also sich selber organisieren, andere mitorganisieren, neue Akquise neuer Fähigkeiten und das dann möglichst schnell auf die Straße bringen, um dann weiter zu gucken und das nächste zu nehmen. Also wir leben in einer sehr schnelllebigen Zeit, aber diese grundlegenden Konzepte sind die gleichen. Herr Auer? Ja, ich bin der Meinung, es gibt natürlich eine ganze Vielzahl, ein Portfolio von verschiedenen Kompetenzen. Und da ist es schwierig, so pauschal darauf zu antworten. Also es spielen Forschungsdaten zum Beispiel eine sehr wichtige Rolle, Informationskompetenz, Recherche im Internet, Qualität vielleicht auch von Informationen bewerten zu können. Also es gibt da vielfältige Sachen. Und was wir, glaube ich, brauchen, ist so ein T-Shape-Profile, also wo sich Bibliothekare in einem bestimmten Aspekt sehr gut auskennen und auch fähig sind, sich da kontinuierlich weiterzubilden und zu entwickeln, vielleicht auch mit eben Internetressourcen neue Kenntnisse sich anzueignen und dann natürlich auch über den Tellerrand zu schauen und zu versuchen zu verstehen, gerade was sind die Bedürfnisse auch von Nutzern, wie können wir darauf eingehen. Das halte ich für besonders wichtig. In Bezug auf Management ist es aus meiner Sicht auch sehr wichtig, dass wir so ein bisschen agiler denken. Ich sehe ein bisschen die Mentalität in Bibliotheken, die sich über vielleicht viele hundert Jahre auch geprägt wurde, als eine sehr alte Organisation, Und dadurch war natürlich vorher eher so das Mantra, dass man sich spezialisiert, dass man klar Prozesse strukturiert. Heute geht es aber gerade durch die Digitalisierung, die neuen Kommunikationsmöglichkeiten, die wir haben, viel mehr dahin, dass wir viel agiler eigentlich auch zusammenarbeiten. Und das ist nicht unbedingt was Bibliothekaren immer liegt und wo wir auch an der TIP noch dabei sind, das ein bisschen voranzutreiben, so diese agilen mal auch Dinge umzusetzen, ohne vielleicht jetzt ein großes Gremium einzuberufen und alles bis ins letzte Detail durchgeplant zu haben. Manchmal auch ein bisschen naiv und blauäugig an Dinge ranzugehen, um einfach schnell voranzukommen und dann in weiteren Iterationen die sukzessive zu verbessern. Also das, denke ich, ist aus meiner Sicht eine sehr wichtige Qualifikation jetzt im digitalen Zeitalter. Vielen Dank. Dann Herr Riepold Schumann. Ich mache mal folgende Unterscheidung. Die eine ist die, sagen wir mal, digitalen Qualifikationen und Informationswissenschaften, und die andere ist dann das Fachwissen. Ich glaube, die digitalen Qualifikationen und Informationswissenschaften ist eine große Bereicherung, weil ich glaube, das kommt unserem theoretischen und konzeptionellen Denken sehr nahe, und das ist etwas, was man gut kultivieren kann, um dann den gesamten Gestaltungsspielraum bei der Datenerfassung, Datenhaltung auch verschiedene Informationsquellen zu optimieren. Ich befürchte, es geht nicht ganz ohne Fachwissen. Und dann zeigt sich da schon so ein bisschen ein Angelpunkt, dass besonders gute Datenhaltung, Gestaltung, Nutzung dann zusammenkommt, wenn man sowohl das digitale Datenwissen hat, als auch das Stück weit das Fachwissen. Für meine Begriffe sieht man ein Stück weit, dass bei der Evidence-Based Medicine, wo dann schon ähnliche Kompetenzen aufgebaut werden, und das in anderen Bereichen wahrscheinlich auch hilfreich, notwendig und sehr zielführend wird. Vielen Dank. Dann Frau Christensen.
Ja, ich wollte eigentlich ein Plädoyer dafür halten, wie wichtig Fortbildung und die Kultur des Ausprobierens ist. Das hat Konrad Flassner aber so gut gemacht, eben, dass ich das nicht nochmal wiederhole. Ich habe mir überlegt, dass ich stattdessen die Bibliothekarin spiele. Weil wir reden hier, und wir haben ganz viel über digitale Dienste geredet, aber in unseren Häusern arbeiten ja haufenweise Leute, die auch noch sowas machen wie Ausleihe und Bücher wegstellen und sowas. Diese Qualifikationen brauchen wir ja auch noch, beziehungsweise müssen wir überlegen, was wir mit diesen Gruppen machen, die jetzt immer noch bei uns arbeiten oder die wir auch noch ausbilden. Wir haben, und das ist jetzt mein erster Punkt, das sind zum Beispiel die Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste. Große Gruppe, die werden, finde ich, super gut ausgebildet. Die können ganz viel, machen dann nach ihrer Ausbildung am Ende des Tages oft sehr eintönige Tätigkeiten, das ist mein Eindruck. Und ich glaube, dass es für die Leute, die da Lust haben, mehr zu machen, mehr aus sich zu machen, auf jeden Fall bessere Möglichkeiten geben sollte. Und dass wir in der Weiterentwicklung von FAMIs vielleicht in Richtung Systembibliothekarin gute Möglichkeiten haben von Leuten, die ohnehin ja sehr leidenschaftlich schon im Bibliotheksbereich dabei sind. Und ich finde ansonsten auch, dass so eine Richtung wie diese Zertifikatskurse sehr richtig und wichtig sind. Also nicht nur zum Data Librarian, glaube ich, sondern auch in andere Richtungen fehlt, glaube ich, einfach ein gutes Fortbildungsangebot. Das weiß ich nicht, wenn hier viele Leute aus NRW zuhören, dann können die das, glaube ich, nicht so empfinden, weil ich finde, dass die Fortbildung in NRW sehr gut organisiert ist. In anderen Bundesländern ist es meinem Eindruck nach nicht so gut. Und ich glaube, dass es einen nicht unerheblichen Bedarf gibt an Zertifikatskursen, nicht nur in Richtung Data Librarian, auch sowas wie Systembibliothekarin sein. Das fällt ja auch nicht vom Himmel. Und das ließe sich sicherlich auch in solche Formate packen. Dankeschön. Dann Herr Nelle. Ja, ich hatte im Moment überlegt, ob ich an der Stelle schon den Joker ziehen soll und auf eine Antwort verzichten, weil alles, was gerade vorher gesagt wurde, sind sehr relevante Aspekte. Aber vielleicht versuche ich mal eine Zusammenfassung mit meinen eigenen Worten. Ich habe da das Bild von so einem Flugzeugpropeller mit drei Flügeln, von denen der eine Flügel für mich die bibliothekarische Kompetenz ist, die Welt in Ordnungssysteme zu bringen, Orientierung zu schaffen in dem Boost der Vielfalt der Informationen. Dann die IT-Kompetenz, wo das Agile betont wurde, wo auch die Welt der technischen Möglichkeiten mitschwingt. Und das Dritte, die Welt der Forschenden, die inhaltlichen Bedürfnisse von Nutzerinnen und Nutzern letzten Endes, die Inhalte, die man damit voranbringen will. Und für mich wäre das die zentrale Kompetenz, in allen drei Perspektiven ein Stück weit so weit zu Hause zu sein, dass man die beiden anderen Perspektiven auch gut verstehen kann und die spezifischen Kompetenzen, die ich dort einbringe, eben auch so vermitteln kann, dass sie für diese beiden anderen Welten tatsächlich passfähig sind. Und deswegen lässt sich die Rekrutierungsfrage, glaube ich, auch nicht in eine dieser drei Richtungen beantworten, sondern man kann sich vorstellen, dass für die Bandbreite an unterschiedlichen Profilen und Aufgaben, wie das Sören Auer ja auch richtig beschrieben hat, alle drei Perspektiven als einen Ausgangspunkt sehr geeignet sein können, dass ich als Bibliothekar oder Bibliothekarin mir schon die IT-Aspekte und die fachlichen, inhaltlichen Aspekte auch aneignen kann. Aber es kann genauso gut sein, dass ich inhaltlich aus einer Fachdisziplin komme und eigne mir von da aus das, was IT-mäßig notwendig ist, aber eben auch das Sortierungsüberblickswissen, das man im bibliothekarischen Bereich bekommt, an. Also insofern, wir brauchen letzten Endes auch eine Vielgestalt für diese unterschiedlichen Profile, weil es auch ganz unterschiedliche Aufgaben in der Landschaft gibt. Handelt es sich um Unterstützungsaufgaben
oder bin ich als Systembibliothekar dafür verantwortlich, ein Bibliothekssystem tatsächlich auch effektiv permanent am Laufen zu halten? Danke für die Zusammenfassung. Da haben Sie viel Zustimmung bekommen. Dann noch zum vorletzten Statement. Genau. Da würde ich dann gleich aussetzen wollen. Und zwar hier geht es um Citizen Science, die breite Öffentlichkeit als wichtige Zielgruppe für wissenschaftliche Bibliotheken. Jetzt würde ich gerne mal das Prinzip verfolgen, wer möchte, darf. Also ich kann dazu was sagen. Tu das. Also ich denke, das ist natürlich nicht tatsächlich Kernaufgabe von uns, aber die Relevanz steigt. Wir schauen nochmal ein bisschen auf die Straße heute, ne, oder die letzten Tage, wo Leute trotz klarer Evidenz für einen real existierenden Virus auf die Straße gehen und das anzweifeln. Das heißt, wir haben ja ein Riesenproblem, dass die intellektuelle Lücke irgendwie klafft und dass wir nicht ausreichend dafür gesorgt haben, dass die breite Bevölkerung eine gute Ausbildung hat und den wissenschaftlichen Prozess versteht. Denn das ist auch noch dieses Problem. Dass die Leute nicht wissen, ja, in der Wissenschaft macht man Statements mit einer gewissen Konfidenz und sagt dann, war doch falsch, denn wir haben jetzt neue Daten. Und da könnten wissenschaftliche Bibliotheken tatsächlich eine der Brücken sein, dass die dieses Problem beheben. Das heißt, dass man hier auch ein bisschen diesen wissenschaftlichen Prozess mitbegleitet und an die breiten Massen vermitteln. Das heißt, dass man sozusagen die Plattform ist, Wissenschaftler kommen rein, sagen, okay, ich habe hier die und die Sachen und Bürger und Bürgerinnen kommen mit dazu und können helfen oder können das sehen und werden damit eingebunden. Es gibt auch zahlreiche Probleme mit Citizen Science, wenn das nur so als Datensammelei gesehen wird, wenn man Leuten eine App gibt und ja, sammelt mal ein und das war's dann, sondern die Leute müssen eigentlich an diesem Prozess beteiligt werden und da könnten wissenschaftliche Bibliotheken tatsächlich ein Standbein sein, als eine Plattform, aber da müssen natürlich auch Ressourcen dafür bereitgestellt werden. Das kann man nicht nebenbei machen, das ist ein Riesenaufwand. Ich würde gerne an der Stelle anknüpfen, wenn ich niemand das Wort wegnehme. Also ich glaube, und es ist ganz gut in der Formulierung, Citizen Science und die breite Öffentlichkeit als wichtige Zielgruppe sind nicht ganz identisch. Citizen Science hat zum einen die Facette, tatsächlich Bürgerinnen und Bürger ein Stück weit an die Wissenschaft heranzuführen und damit Verständnis für Wissenschaft zu vermitteln. Es hat aber auch die Facette, Bürgerinnen und Bürger daran zu beteiligen, Wissen zu schaffen, was für die Forschung einen echten Mehrwert bietet. Und bei den Aufgaben, die Bibliotheken haben, methodische Fortentwicklung, kann man sich durchaus vorstellen, dass es auch interessante Vorhaben gibt, wo die Mitwirkung von Bürgerinnen und Bürgern auch für die Fortentwicklung von Bibliotheken von Interesse sein kann. Ich glaube aber, dass gerade Bibliotheken eine Aufgabe haben oder die Aufgabe, die die Wissenschaft insgesamt hat in der Wissenschaftskommunikation für Bibliotheken gerade besonders wichtig ist, die als ihre Kernaufgabe Kommunikation haben, nämlich als verlässlicher Ansprechpartner für belastbares Wissen, für Evidenzbasierung, für gute Empirie auch zur Verfügung zu stehen. In den heutigen Zeiten ist es keineswegs selbstverständlich mehr, dass das Wissen, was kursiert, qualitätsgesichert ist und diese Orientierung zu geben, welches Wissen ist vertrauenswürdig, welches Wissen ist gut nutzbar oder welches ist auch mit welchen Kautelen nutzbar, gehört zu den Kernaufgaben der Bibliotheken. Ich würde Konrad Fassner zustimmen, das muss nicht eine Aufgabe für jede Bibliothek in der gleichen Intensität und Bandbreite sein. Es ist aber eine Aufgabe, die von den wissenschaftlichen Bibliotheken in ihrer Gesamtheit auch zu leisten ist. Dann würde ich noch einen Beitrag dazu leisten. Also ich denke mal, der Hauptnutzen läge darin, wirklich den Citizen Scientist in den Prozess des Erkenntnisgewinns einzubinden. Gerade in heutigen Zeiten, wo so viel Unsicherheit besteht, wäre es ein großer Gewinn, wenn auch, sagen wir mal, in der breiteren Öffentlichkeit ein Gefühl dafür besteht,
wie wir Informationen sammeln, die einsetzen, einbringen und was wir dadurch gewinnen. Ob das realisierbar ist oder nicht, lasse ich im Moment offen. Ich übernehme jetzt mal für Frau Albers, die leider gerade wieder rausgefallen ist aus dem Zoom. Möchte sonst noch jemand was zu Citizen Science sagen? Ich glaube, dann leiten wir zum nächsten Statement über. Wissenschaftliche Bibliotheken und Privatwirtschaft, notwendig, sinnvoll oder verwerflich? Ich denke, wir fangen einfach wieder vorne an. Herr Nelle? Ja, also meine Position ist ganz klar, es ist notwendig und sinnvoll. Es ist nicht verwerflich, mit der Privatwirtschaft zu kooperieren. Aber man muss sich über die Rahmenbedingungen klar sein. Es kann nicht im Sinne der Wissenschaft sein, sich einseitig abhängig zu machen, sondern es ist gerade Aufgabe der Bibliotheken, in der Lage zu sein und in der Lage zu bleiben, Wissen möglichst vielseitig zur Verfügung zu stellen. Aber das bedeutet für mich schon auch die Notwendigkeit einer interaktiven Beziehung, eines interaktiven Austauschs mit der Gesellschaft und der Wirtschaft auch als eines Teils der Gesellschaft. Und man kann das sehr schön bei den Diskussionen nationale Forschungsdateninfrastruktur als Ökosystem für das Datenteilen in der Wissenschaft und Gaia-X als Ökosystem für das Datenteilen in der Wirtschaft sehen. Es gibt sowohl im Bereich der Methodik viele Dinge, die man wechselseitig voneinander lernen kann, aber es ist durchaus so, dass die Forschungsdaten, die in der Forschung generiert worden sind, natürlich eine wertvolle Ressource für die Wertschöpfung, für Gesellschaft, für Arbeitsplätze sind. Und genauso ist es umgekehrt auch richtig, dass Daten, die im wirtschaftlichen Bereich oder im gesellschaftlichen Bereich oder auch nicht zuletzt im staatlichen Bereich anfallen, sehr interessante Ingredienzen für Forschungsaufgaben sind. Insofern, es ist notwendig, es ist ja, aber man muss eben die Dinge so gestalten, dass sie wissenschaftsadäquat auch abgehandelt werden. Dankeschön. Frau Christensen? Ja, als eine, die jetzt gerade vor 5 Monaten von einer wissenschaftlichen Bibliothek in die Privatwirtschaft gewechselt ist, könnte ich einen ganzen Haufen auch sehr persönliche Sachen dazu sagen. Ich habe eine Sache schon angedeutet. Es ist eindeutig so, dass man schon nicht mehr uneingeschränkt Teil dieser Bibliothekscommunity ist, wenn man nicht mehr in einer Bibliothek, sondern eben auf dieser anderen Seite arbeitet. Aber ich möchte weniger persönlich antworten. Ich möchte eingehen auf die Geschichte von Folio, dieses große Bibliotheksmanagementsystem, was da im Entstehen ist und was schon lange im Entstehen ist, auch und noch unter dem Namen Quali Ole. Die eine oder andere wird sich daran erinnern. Das hat einen sehr großen Schub bekommen, als sich privatwirtschaftliche Unternehmen da mit reingehangen haben. Nicht, weil ihr Know-how unbedingt erforderlich war, sondern ihre Entwicklungsressourcen erforderlich gewesen sind. Also EBSCO zum Beispiel, die Firma Index Data, haben der ganzen Sache mit Folio einen durchaus wichtigen Schub gegeben und haben da was ausgeglichen, was aus den eigenen Entwicklungs- und Anwendungscommunities, von denen ich vorhin gesprochen habe, einfach nicht möglich war. Wichtig ist aber, glaube ich, einfach, dass Bibliotheken ihre Unabhängigkeit bewahren. Da achten Bibliotheken schon selber sehr, sehr genau drauf. Das ist, glaube ich, ein ganz großes Ziel. Und es ist ja auch ein enormes Privileg, wenn man in einer Bibliothek arbeitet, dass man mit seiner Arbeit kein Geld verdienen muss. Anders als ich jetzt zum Beispiel. Ich muss jetzt sozusagen Umsätze machen. Das ist ja vielleicht auch das, was die Rolle verändert. Diese Unabhängigkeit, die ist für Bibliotheken ganz wichtig und die ist sie in meinen Augen insbesondere dann, wenn sie zwar mit der Privatwirtschaft irgendwie zusammenarbeiten, das finde ich ist möglich und da sehe ich viele Wege, aber man sollte die Hoheit über seine Daten und Dienste unbedingt behalten und diese Hoheit nicht unüberlegt aufgeben.
Würde ich gerne direkt anknüpfen daran, wenn jemand anderes machen möchte. Tatsächlich ist nämlich genau das der Knackpunkt, denn ich sehe, dass das momentan nicht der Fall ist, sondern dass wir uns da eine ganz falsche Sache Richtung entwickeln. Das sehen andere ganz genauso. Wir sehen, dass die Verlage langsam merken, dass in die Fälle davon schwimmen und dass sie neue Zusatzdienste machen, die sich zum Beispiel um Forschungsdatenmanagement kümmern, um elektronische Lab-Notebooks und alle solche Sachen. Und das wird gekauft. So, und dann haben wir nämlich den gleichen wunderschönen Vendor-Login. Das heißt, wir können uns nicht von einem zum anderen bewegen, weil nämlich nicht auf offenen Standards basiert gearbeitet wurde. Und das ist gerade die größte Gefahr, die ich sehe. Denn von, sagen wir mal so, von einem Verlag zu einem anderen zu wechseln mit einem Journal ist dagegen Pillepalle. Wenn ich erstmal meine kompletten Daten einer Infrastruktur, einer Institution in einem elektronischen Lab-Notebook zum Beispiel, in einem System entsprechend untergebracht habe und dort keine Schnittstelle habe, das in ein anderes zu übertragen, habe ich einen ganz klaren Vendor-Login und werde nie wechseln. Und genau da bewegen wir uns gerade hin. Und da würde ich tatsächlich auch die Bibliotheken als einen der wichtigsten Faktoren ins Feld führen, die genau sagen, stopp, wir kaufen das nicht, sondern wir möchten, dass die Leute entsprechend mit offenen Standards zu uns kommen. Und dann hat man tatsächlich auch einen freien Markt. Denn momentan haben wir das nicht. Momentan geht man zu einem hin, ist eingeschlossen und kommt nie wieder raus. Ein freier Markt würde bedeuten, man hat einen offenen Standard und kann sagen, okay, dieser Anbieter war nicht mehr gut und deshalb wechsle ich zu einem anderen. Man hat auch wieder Konkurrenz und solche Sachen. Und das fehlt momentan ganz enorm. Das heißt, ich habe persönlich überhaupt kein Problem, wenn die Privatwirtschaft sich hier einbringt, aber wenn sie dafür sorgt, dass wir dann gefangen sind, dann haben wir ein Riesenproblem. Und das Beispiel mit Folio ist ein super Beispiel. Ein anderes, wir haben ja alle hier solche Smartphones in der Hand mit Android oder sowas. Das ist Linux-basiert und Linux, da arbeiten auch mittlerweile hauptsächlich große Konzerne dran. Ganz einfach, weil es sich als eine Allmende herausgestellt hat, wo wir gemeinsam dran arbeiten und damit sozusagen für alle für eine bessere Grundlage sorgen. So müsste es auch sein, also mit Open Software, an der sich auch dann Unternehmen beteiligen, die dann Services anbieten, Beratungen anbieten, wo man allerdings auch dann leicht wechseln kann, das wäre tatsächlich meiner Meinung nach die beste Kombination von Bibliotheken und der Privatwirtschaft. Sehr viel Zustimmung aus dem Chat. Gibt es noch andere, die Sie äußern wollen? Herr Auer? Ich würde es vielleicht noch mal kurz auch bestätigen und unterstreichen. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir dort mit der Privatwirtschaft kooperieren, wo es auf Augenhöhe passiert und wo es ein wirklicher Markt ist. Leider ist es eben in vielen Bereichen kein wirklicher Markt, wenn man sich eben anschaut, dass bestimmte Verlage oder Publikationen dann ein Renommee in der Fachcommunity aufgebaut haben, auch mit Unterstützung der Gutachter, der Editorial Boards, und das dann ausgenutzt wird von den Verlagen und die wie eine Art kleines Monopol haben oder eine Vielzahl von Hunderten oder Tausend kleiner Monopole, dann ist es natürlich auch kein marktwirtschaftlicher Ansatz mehr. Und deshalb müssen wir da, denke ich, vorsichtig sein. Also ich bin grundsätzlich ein Freund natürlich von auch wirtschaftlicher Tätigkeit und halte es für extrem wichtig. Aber es muss natürlich auch einen gewissen Marktansatz und Konkurrenzgedanken dort geben, dass sich verschiedene gute Ideen durchsetzen können und dass nicht Monopole quasi gefestigt werden. Und das muss man von Fall zu Fall entscheiden, wo macht es Sinn, eng zusammenzuarbeiten, wo macht es Sinn, dass wir insbesondere auch auf eine offene Infrastruktur im Sinne von Open Science und Open Access aufbauen, weil ich es für absolut essentiell gerade in den Wissenschaften auch halte, dass wir dort einen offenen Kern auch haben, der zugänglich ist für alle, nicht nur auch für uns vielleicht Wissenschaftler in den hochentwickelten Nationen, sondern auch gerade für Wissenschaftler, für Studenten, für Forschende in Entwicklungsländern oder sich entwickelnden Ländern. Und da haben wir im Moment, glaube ich, noch ein sehr großes Gap oder eine Missbalance, wo wir noch eher dran arbeiten müssen, noch mehr offen zugänglich zu machen. Vielen Dank. Ich würde die Diskussion an der Stelle auch aus Zeitgründen gerne schließen. Ich bedanke mich bei allen Referenten und bei der Diskussion, die ja auch nicht nur im kleinen Plenum, sondern auch im großen Plenum im Chat stattgefunden hat. Und möchte nochmal an Frau Hermann Krotz für das Schlusswort übergeben. Wir hatten eine sehr anregenden Nachmittag und sehr viele interessante Vorträge, lebhaften Austausch und zahlreiche Anregungen mit Best Practice. Ehrlich gesagt, die Nervosität ist in den ersten 10 Minuten schon verflogen gewesen, weil es so spannende Vorträge gab.
und auch Beiträge. Die Zeit ist schnell vergangen. Und deswegen möchte ich mich auch im Namen des ZBMed-Teams, des gesamten Teams bedanken, ganz herzlich bei den Referenten. Und es liegt mir schon sehr, nochmal alle zu nennen. Sören Auer, Herr Bredemeier, Frau Christensen, dann Konrad Förstner, Herr Lanzett, Repold Schumann, Dr. Nelle, herzlichen Dank. Es war wunderbar, Ihnen zuzuhören. Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern bitte auch. Die Chats, die zahlreichen Chats, man wusste gar nicht, wie sollte man schneller folgen, den Referenten oder den Beiträgen aus Ihren Reihen. Danken möchte ich aber auch herzlich der unseren Moderatorinnen, Frau Albers und den Co-Moderationen Frau Ostrinski und Frau Müller, die dann schon mal eingetreten sind. Manchmal hat die Technik nicht ganz so geklappt, aber grundsätzlich, es war eine wunderbare Veranstaltung. Natürlich auch dem Organisationsteam, was Sie nicht gesehen haben im Hintergrund, Backstage, die Sie uns betreut haben. Auch hier nochmal herzlichen Dank an das Team, an Marketing, an die Frau Müller, an Frau Dorsche, Ostrinski, auch nochmal Frau Rösner und Frau Kneip, die viel im Vorfeld dafür getan haben. Ich hatte zu Beginn angekündigt, dass wir die Fachtagung Zukunft wissenschaftlicher Bibliotheken aufzeichnen werden. Sobald wir das Video online haben, werden wir Sie informieren und schicken Ihnen dazu den Link. Sehr gerne würden wir Sie jetzt, was so üblich ist, auch zu einem kleinen Snack mit Empfang und Getränken einladen und uns allen bei dieser Gelegenheit nochmal den Austausch unterstützen und Gespräche und zum Networken nutzen. Aus gegebenen Gründen, wissen Sie alle, ist es uns daher nicht möglich. Aber ich verspreche und wir versprechen Ihnen schon jetzt, wir holen das nach. Es gab so viele spannende Themen, die wir aufgreifen können. Und wir werden die Diskussion zur Zukunft wissenschaftlicher Bibliotheken weiterführen, mit Ihnen zusammen, in der ganzen Community und uns beim nächsten Mal hoffentlich dann tatsächlich vor Ort bei uns hier in Köln persönlich treffen. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen, Servus, Tschüss und auf bald, Ihr Team von ZBMed. Danke. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Tschüss.